Willkommen zu einem weiteren Fall aus der Reihe 6 Minuten Jura. Heute soll der Hauptaugenmerk einmal nicht auf der konkreten Falllösung in der mündlichen Prüfung liegen, sondern in typischen Verhaltensweisen, ihren Fehlern und ihrer Vermeidbarkeit. Den zugrunde liegenden Fall, der einer BGH-Entscheidung nachempfunden ist, können Sie in der Infobox nachlesen. Mein besonderer Dank gilt den Mitwirkenden vor und hinter der Kamera. Guten Morgen, meine Damen, meine Herren. Herzlich willkommen zu Ihrer mündlichen Prüfung. Ich habe Ihnen einen Fall mitgebracht. Folgender Sachverhalt. Wir haben den begeisterten Modelleisenbahner B. Der B hat sich eine neue Landschaft für seine Modelleisenbahn zugelegt. Allerdings kann er die nicht alleine aufbauen. Deswegen hat er den Experten M, der in diesen Kreisen extrem bekannt ist, durch diverse Fachartikel engagiert. Und der M gilt als besonders zuverlässig. Der M nimmt dann auch die Arbeiten auf bei B zu Hause. Als er allerdings zwei Gleise verbindet, kommt es zu einem Kurzschluss. Dieser Kurzschluss führt wiederum zu einem Schwelbrand, der aber im ersten Moment unbemerkt bleibt. In der Nacht breitet sich dieser Schwelbrand aus. Bei den Löscharbeiten wird auch das Haus des Nachbarn N beschädigt. Bei N ergeben sich dann Rußschäden, Wasserschäden. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf 47.000 Euro. Die Versicherung des N, die V, übernimmt diesen Schaden, möchte jetzt allerdings das Geld zurück von B. Wie ist die Rechtslage? Das ist die Frage an Sie. Hat die V einen Anspruch gegenüber B auf die 47.000 Euro? Wie wir gut sehen können, hat sich der erste Fehler bereits vor der eigentlichen Fallprüfung eingeschlichen. Die vom Kandidaten hier eingenommene Haltung symbolisiert Ablehnung, vielleicht sogar Arroganz. Kein erster guter Eindruck, der vom Prüfer möglicherweise negativ wahrgenommen wird. Nehmen Sie eine offene Haltung ein, um Ihren Prüfern zu zeigen, dass Sie den Fall lösen wollen. Legen Sie die Hände unter oder auf den Tisch. Ich darf Sie bitten zu beginnen. Seien Sie versichert, dass Ihren Prüfern bekannt ist, wie nervös Sie sind. Trotzdem gehört zu einem respektvollen Umgang Augenkontakt. Treten Sie selbstbewusst auf, dies lässt Sie zugleich souveräner wirken. Herr Müller, lassen Sie uns doch bitte an Ihren Gedanken teilhaben. An was für Anspruchsgrundlagen denken Sie denn gerade? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Sprechen Sie mit Ihren Prüfern, lassen Sie an Ihren Gedankengängen teilhaben. Dazu gehört auch einmal, dass man laut nachdenkt. Nicht ausreichend ist das Hineinwerfen einzelner Paragraphen oder das Benennen bloßer Schlagworte. In der mündlichen Prüfung geht es auch darum zu zeigen, dass Sie die juristische Falllösung beherrschen. Zeigen Sie das entsprechende sprachliche Handwerkzeug. Frau Schmidt, fallen Ihnen denn irgendwelche Anspruchsgrundlagen ein? Lassen Sie mich zunächst laut denken und die richtigen Verknüpfungen finden. Gefragt sind Ansprüche des V gegen B. Eigentlich ist der Schaden aber bei N eingetreten. Der Schaden ist für N nur deswegen nicht spürbar, weil er durch V ausgeglichen wurde. Der Kandidat hat laut überlegt. Das wird von der Prüferin honoriert. Sie kann so nachvollziehen, wie der Kandidat die Falllösung durchführt. Sie erkennt, dass die Methodik beherrscht wird. Auch in der mündlichen Prüfung müssen Sie sich dessen stets bewusst sein. Sprechen Sie daher zumindest die relevanten Probleme in Ihrem konkreten Fall kurz an. Da V aufgrund der Cessio Legis aus § 86 Absatz 1 Satz 1 VVG die Ansprüche des N erhält, ist zu untersuchen, welche Ansprüche N gehabt hätte. Vertragliche Ansprüche oder Ansprüche aus CIC und GOA sehe ich aber nicht. Gleiches gilt für dingliche Ansprüche. Wir haben bereits über das entsprechende Auftreten in der mündlichen Prüfung gesprochen. Dazu gehört natürlich auch die entsprechende Garderobe, nicht zuletzt im Hochsommer. Zeigen Sie durch die Wahl Ihrer Garderobe, dass Sie die Prüfungskommission und die Prüfung ernst nehmen. Herr Mayer, fallen Ihnen darüber hinaus vielleicht noch irgendwelche Anspruchsgrundlagen ein? Ja, man könnte natürlich noch das Nachbarschaftsverhältnis anprüfen, in dem N und B hier zueinander stehen.
Allerdings stellt dieses ja gerade keinen vertraglichen Anspruch dar. Vielmehr beschreibt es mehr den Rahmen und die Grenzen des Miteinanders. Ansonsten hat er, glaube ich, nichts übersehen. Ich würde noch 823 Absatz 1 anprüfen, sehe allerdings hier keine Verletzungshandlung zulasten des N. Nachdem ja aber der M für den B tätig geworden ist, könnte man noch über 831 nachdenken, insbesondere über die Exkulpation in Absatz 1, Satz 2. Könnte es vielleicht sein, dass B sich hier exkulpieren könnte? Mit einer in Frageform verpackten Antwort geben Sie die Initiative aus der Hand. Das ist aus zwei Gründen ungeschickt. Zum einen sind Sie als Jurist oder als Juristin für die Zukunft verpflichtet, Probleme zu lösen. Das gilt auch für die mündliche Prüfung. Zweitens führt dieser hilfesuchende Blick dazu, dass die Initiative verloren geht. Die Prüferin kann die Frage freigeben oder an einen anderen Kandidaten geben. Sie verlieren so ihre zweite Chance auf die richtige Lösung. Genau das ist hier gerade die Frage. Fallen Ihnen noch weitere Anspruchsgrundlagen ein? Ein Anspruch aus § 906 Absatz 2 Satz 2 BGB ist aber abzulehnen. Ein Hausbrand stellt keine ortsübliche Benutzung dar. Auch kommt § 1004 Absatz 1 BGB mangels Beseitigungs- und Unterlassungsmöglichkeiten nicht in Betracht. Weitere Anspruchsgrundlagen sind mir aber auch nicht bekannt. Vermeiden Sie Eingriffe in fremde Prüfungssituationen. Zwar kommt es bei der Benotung im Ergebnis nur auf Ihre eigene Leistung an, dennoch führt die Prüferin durch die Prüfung und nicht Sie. Warten Sie also auf Ihre Reaktion ab. Möglicherweise gibt sie die Frage an alle frei oder ruft einen anderen Prüfling auf. Signalisieren Sie durch Ihre Körpersprache die Bereitschaft, jederzeit angesprochen werden zu wollen. Sie wollen auch noch was sagen? Also man könnte hier noch über 906(2) Satz 2 analog nachdenken, dann müsste es aber hierbei eine wesentliche Beeinträchtigung gegeben haben. Dann bedanke ich mich bei Ihnen für die mündliche Prüfung. Ich ziehe mich zur Beratung zurück. Viele der häufig anzutreffenden Verhaltensfehler in mündlichen Prüfungen haben wir hier aufgezeigt. Sie können im Eifer des Gefechts jedem passieren. Daher mein abschließender Tipp: Simulieren Sie für sich einmal eine solche Prüfung und zeichnen Sie sie mit Ihrem eigenen Handy auf. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und schauen Sie auch den anderen Film zur mündlichen Prüfung einmal an. Für Ihre Prüfung alles Gute!